Hosianna, dem König und Herrn. Ich denke, es ist ein würdevoller Einstieg für einen Palmsonntag-Gottesdienst. Vielen herzlichen Dank, Heidi und Annemarie Natter. Liebe Gemeinde und Gäste, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst an Palmsonntag. Wir haben heute ganz einen besonderen Gottesdienst. Denn im zweiten Teil nach der Predigt wird Marianne Moser und Corina Gier ein Konzert geben. Ein Konzert zum Wohl und zur Freude Gottes und auch zu unserer Freude. Corina Gier, es ist ein spezieller Name, es ist nämlich ein rätoromanisches Geschlecht. Corina Gier ist Musikerin und Konzertpianistin. Und Marianne Moser, die singen wird, spielt ja ganz oft bei uns auch Musik im Gottesdienst, macht Liedbegleitungen und sie übt auch sehr viel Singen hier in unseren Räumlichkeiten. So ist das Konzert auch ein kleines Dankeschön für uns als Gemeinde, dass sie die Räume benutzen darf. Wir werden im Konzert Lieder aus dem Werk von Franz Schubert hören. Für die Marianne sind die Lieder etwas ganz Besonderes, weil es viel von ihren Gefühlen zum Ausdruck bringt. Der Gottesdienst, den wir feiern, steht im Namen von unserem Gott, dem Vater und Schöpfer. Er steht im Namen von Jesus Christus, der eingezogen ist und sich hergegeben hat für uns. Und der Gottesdienst, den feiern wir im Vertrauen auf den Heiligen Geist, dass genau der Geist jetzt gegenwärtig ist und unter uns wirkt. Amen. Wir werden stille für das Gebet und Fürbitt. Jesus, dich haben sie festgenommen. Jesus, dich haben sie abgeführt. Jesus, dich haben sie verraten. Jesus, dich haben sie verspottet. Jesus, nicht nur das. Sie verhüllten dein Gesicht, schlugen dich und danach fragten sie dich, wer hat dich geschlagen? Jesus und noch viele andere Schmähungen führten die Männer, die dich gefangen hielten, gegen dich aus. Jesus, ist das Passion? Ja, wir sind in der Passionszeit. Herr, wir bitten dich, vergib uns unsere Missetaten. Herr, vergib uns, wenn wir dabei standen, doch anstatt zu reden, schwiegen wir. Herr, vergib uns, sehe hin, dort, wo wir geredet haben, statt zu arbeiten. Herr, tröste uns, wenn wir mit unserem Nächsten unschön umgegangen sind. Gott, du bist der Herr unserer heiligen christlichen Kirche. Jesus, danke für den heutigen Palmsonntag. Heiliger Geist, mit dir möchten wir Gemeinschaft halten. Herr,
stärke deine verfolgte Gemeinde. Herr, baue die Traurigen auf. Herr, tue wohl denen, die wegen ihrem hohen Alter nicht mit uns Gottesdienst feiern können. Wir bitten für die Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Wir bitten für alle Pflegenden, Ärztinnen und Ärzte. Wir bitten für die, die an der Einsamkeit und Einschränkungen leiden. Herr, und zum Schluss danken wir dir, dass du da bist, uns hörst und wir unsere Bitten und Gedanken in deine Hand legen dürfen. Amen. Und nun kommen wir zum nächsten Lied. Es ist Lied Nummer 82. Wir machen es das mal so. Die Annemarie spielt die Melodie zu dem Lied. Dann lese ich Strophe 1, 2 und 5. Und nachher spielt die Annemarie nochmal. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht. Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. Und nun lese ich den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, 1 bis 9. Und das ist auch zugleich der Predigttext. Der Tötungsplan des Hohen Rates. Es war aber 2 Tage vor dem Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten Mittel und Wege, wie sie ihn mit List festnehmen und töten könnten. Sie sagten nämlich,
nicht am Fest, damit kein Aufruhr entsteht im Volk. Die Salbung in Bethanien. Als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch saß, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten, kostbaren Nardenöls. Sie zerbrach das Gefäß und goss es ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten zueinander: Wozu geschah diese Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Denar verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen. Ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und jetzt hören wir nochmal aufs Lied. Auf ein neues Lied, das 415. Wir machen es wieder gleich. Annemarie spielt Melodie. Ich lese den Text. Und dann spielt Annemarie nochmal. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Ja, liebe Gemeinde, wenn ich an Palmsonntag denke, dann sehe ich vor mir das Bild, wie Jesus auf einer Eselin mit ihrem Fohlen nach Jerusalem einzieht. Am Straßenrand sind Menschen, die fröhlich jubeln und für Jesus ihre Mäntel zu einem bunten und schönen Teppich werden lassen. Grüne Palmenblätter werden einem König würdig geschwungen. Das Volk, es freut sich über diesen außergewöhnlichen Einzug. Aber wer ist dieser Mann, der auf der Eselin sitzt? Was wissen wir eigentlich über ihn? Für die Menschen damals am Straßenrand war er der kommende König. Ein mächtiger Mann also, der im Namen Gottes kommt. Und das Volk setzte große Hoffnung auf ihn, denn er sollte ja den lang ersehnten Frieden bringen.
Für die Schriftgelehrten im Tempel damals, so sagt uns der Predigttext, war Jesus eher ein Dorn im Auge. Denn er brachte die ganze religiöse Ordnung durcheinander. Er predigte losgelöst vom Tempel und er legte die Worte der Bibel so aus, dass er damit so ziemlich alles auf den Kopf stellte. Und statt den Sabbat auch wirklich zu heiligen, wie man es tun sollte, half er lieber den Kranken und Armen und machte sie gesund. Es ist also wenig überraschend, dass ihn die Schriftgelehrten und Pharisäer umbringen wollten. Für den Aussätzigen, bei dem Jesus nun am Tisch sitzt, wir haben es im Predigttext gehört, ist Jesus ein willkommener Gast. Mit Jesus hat dieser Aussätzige einen Gesunden, der ihn, den Kranken, besucht. Ja, mehr noch, Jesus sitzt mit ihm am gleichen Tisch. Unrein und rein sind plötzlich beieinander. Keiner ist nun mehr höher oder niedriger als der andere. Keiner von beiden ist mehr oder weniger wert. Jesus hat sich am Tisch mit dem Aussätzigen solidarisiert und er gibt ihm damit seine Würde wieder. Ja, und nun geht plötzlich und unerwartet eine Türe auf. Eine Frau betritt den Raum. Sie trägt ein Gefäß mit kostbarstem Öl bei sich. Und mit diesem Gefäß geht sie auf Jesus zu. Wir wissen nicht, wer diese Besucherin genau ist. Aber Thomas hat es betont und Jesus sagte später von ihr, dass man sich bei der Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft, genau an diese Frau von damals erinnern wird. Liebe Gemeinde, das ist eine doch sehr außergewöhnliche Aussage, die Jesus hier macht. Denn der jüdischen Kultur entsprechend soll man sich ja unentwegt daran erinnern, was Gott getan hat, wie er sein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit hat. Die Väter und auch Mütter sollen es unentwegt Tag und Nacht ihren Kindern einschärfen, was Gott getan hat. Aber jetzt spricht Jesus davon, dass wir beim Hören der frohen Botschaft plötzlich an diese Frau denken sollen. Sie sollen daran denken, was diese Frau damals im Haus des Aussätzigen getan hat. Und ich frage mich, was ist so besonders an dieser Frau von damals, dass Jesus sie so eng an das Evangelium zusammenführt und mit ihr verbindet. Was hat diese Frau, dass Jesus sie über alle Zeit hinweg im Prinzip in den Mittelpunkt stellt? Oder anders gefragt, was hat sie, was damals die anderen nicht hatten? Lasst uns heute Morgen schauen, wer diese Frau war und darüber nachdenken, was sie getan hat. Von der Frau selbst wissen wir ja eigentlich gar nichts. Wir kennen weder ihren Namen noch ihre Herkunft und wir wissen auch nichts über ihre Frömmigkeit. Eigentlich wissen wir nur, dass sie vermutlich sehr vermögend war, denn dieses Nardenöl, das war ja gut und gern 70.000 Franken wert, das sie bei sich trug. 70.000 Franken, man spricht damals so von einem Jahresgehalt. Und dieses Gefäß bringt sie zu Jesus.
Vor ihm bricht sie es auf und sie gießt den ganzen Inhalt dieses wohlduftenden Öls über das Haupt von Jesus. Es ist eine außergewöhnliche Tat. So etwas wurde bisher noch nicht gemacht und wurde auch später nicht mehr gesehen. Aber wie kommt es, dass diese Frau so etwas tut? Wie können wir uns ihre eigentlich unverschämte und so verschwenderische Tat erklären? Wer war Jesus für sie? Und was hat sie in ihm gesehen, dass sie so etwas getan hat? Vielleicht ist es etwas einfacher zu sagen, was die Frau im Vergleich zu den anderen Personen in Jesus nicht gesehen hat. Die Frau hat in Jesus nicht nur einen Wohltäter gesehen. Sonst hätte sie ihn wohl eher zum Essen eingeladen, so wie damals der Aussätzige. Ich meine, seine Reaktion war auch großartig, aber sie hat nie das Ausmaß der Tat der Frau. Wäre Jesus nur ein Wohltäter gewesen, dann würden wir heute wohl eher den Aussätzigen und der Kranken gedenken, die er geheilt hat. Und vermutlich hatte die Frau in Jesus auch nicht nur eine Person gesehen, welche die Schriftgelehrten und die Pharisäer ins Wanken bringt. Jesus war mehr als einer, der den Tempel aufräumt und die frommen Moralapostel kritisiert. Jesus war also mehr als ein frommer Reformator, der eine neue Zeit einläutete. Und vermutlich hat die Frau in Jesus auch mehr als nur den Gesalbten Gottes gesehen. Denn diejenigen, die ihn am Palmsonntag jubelnd als König empfingen, wendeten sich später sehr schnell von ihm ab, als sie sahen, dass dieser König sich gar nicht wehrte und eher ein Leidender war. Aus dem Jubelruf wurde kreuzigt ihn. Trotz Jubel und Palmenblätter an Palmsonntag haben sie den menschgewordenen Gott letzten Endes verpasst. Ich weiß, die Salbung mit Öl ist einem König würdig, aber am Tisch eines Aussätzigen passt das doch nicht ganz zusammen. Öl war damals auch der Balsam für den Leichnam. So spricht Jesus über das, was die Frau an ihm getan hat. Und so nimmt diese Frau mit dem Ausgießen des kostbaren Öls zeichenhaft, ja geradezu symbolisch, Ostern vorweg. Wir haben es also hier mit einer prophetischen Handlung zu tun. Ein prophetisches Zeichen, das sich aus einer Gottesbegegnung ergab. Im Angesicht Jesu erkannte diese Frau den Christus. Sie sieht in ihm den gekreuzigten Gott und sie sieht sein Leiden und seine Hingabe für die Welt. Am Tisch des Aussätzigen erkennt sie, wie Jesus sich für uns brechen lässt. Und ihre Reaktion? Sie bricht ihr Kostbarstes für Jesus auf und gibt ihm alles. Auf die liebevolle Selbsthingabe Jesu folgt die unverschämte Tat dieser Frau. In seinem Angesicht und dem Blick auf das Kreuz gibt nun sie sich ihm ganz hin.
Ja, liebe Gemeinde, die Gotteserfahrung, sie bewegt. Sie verändert augenblicklich. Jetzt geht es nicht mehr nur um den blanken Verstand. Klar, man hätte diese 70.000 Franken auch anders ausgeben können. Aber in diesem heiligen Moment, dem Augenblick der Gottesbegegnung, ist die vollkommene Hingabe zu Gott die einzig mögliche Reaktion. Hier wird nicht aufgerechnet, nicht abgewogen. Nein, vielmehr wie bei der Braut und dem Bräutigam ist es eine komplette Entscheidung für den anderen. Und was können wir nun nach so einer Geschichte tun? Sollen wir nun auch Öl kaufen? Ich glaube, das müssen wir nicht. Und ich denke, es würde auch nicht helfen, denn dieser göttliche Moment von damals, er ist vorbei. Wir können einen solch heiligen Moment nicht herbeiführen. Und als Kirche haben wir diese göttlichen Augenblicke ja schon gar nicht im Griff. Göttliche Momente sind Gottes Sache. Aber was wir tun können, das hat uns Jesus in einem Nebensatz gesagt. Er sagte, Arme wird es immer geben. Um sie könnt ihr euch nach meiner Zeit auf der Welt kümmern. Arme, das hat sich bis heute nicht geändert, die gibt es immer noch. Und Kranke gibt es immer noch. Und Menschen, die behandelt werden, als hätten sie Aussatz, auch das gibt es leider immer noch. Und Menschen, wie die Pharisäer von damals, die genau wissen, wie die Bibel zu verstehen ist, und das Gesetz über die ganze Welt stellen, auch das gibt es immer noch. Um sie alle sollen wir uns kümmern und an ihnen tun, was Jesus uns vorgelebt hat. Und vielleicht erkennen wir dann im Angesicht der Armen oder unserer Feinde oder in der Hoffnungslosigkeit des Aussätzigen das Angesicht Christi. Und dann werden wir es spüren und fühlen. Und dann werden wir wissen, was zu tun ist. Und wir werden aufbrechen und uns mit allem, was in uns ist, ihm, dem Christus, ganz hingeben. Amen. Wir haben einen Moment von der Stille und dann hören wir dort Marianne und Nico.
Ist dein gewähltes Heimatland.
Thank you.
Thank you.
Wir sind
Thank you.
Thank you.
Marina, dass ihr uns so eine wunderbare Geschichte und Zeit gegeben habt. Ich habe gestaunt, was ihr hier in diesem Raum gemacht habt jetzt gerade. Und ich kann vielleicht sagen, irgendwie ist es fast ein wenig federleicht geworden. Vielleicht ist es euch auch ein bisschen so gegangen, wie länger dass man zugelassen hat, umso leichter hat man sich gefühlt. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Wunderbar. Danke auch an dieser Stelle am Kirchendienst für Thomas Jetzer, für die Lesungen und das Gebet, das du gemacht hast und die Blumen. Und ganz vielen herzlichen Dank an Heidi Oberholzer für das Flötenspiel und Anna-Marie Nader. Wir haben jetzt noch eine kurze Mitteilung von der Miriam aus dem Bezirksvorstand. Wie ihr dem aktuellen Gemeindebrief entnehmen konntet, werden wir ab August zusammen mit Matthias Kockel als neuem Pfarrer unterwegs sein. Wir vom Bezirksvorstand durften vor circa 3 Wochen ein für uns alle sehr angenehmes, offenes und interessantes Gespräch mit ihm erleben und konnten dadurch eine positive Rückmeldung an das Kabinett weiterleiten. Wir sind glücklich und dankbar, in Matthias Kockel einen neuen Pfarrer für unsere Gemeinde gefunden zu haben, sodass unsere Gemeinde in eine positive Zukunft blicken darf. Und wie es Matthias Kockel zutreffend und schön in seiner Kurzvorstellung formuliert, wir werden gemeinsam unterwegs sein in der Freiheit des Evangeliums und der guten Nachricht für die ganze Welt. Ja, vielen Dank, Miriam. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir jetzt so wissen, wenn ein Pfarrer neu hierher kommt und so ein schönes Votum von ihm auch. Ich denke, wir können uns sehr darauf freuen, auf die neue Zeit. Er kann auch mal bitte aufstehen für ein Segen von Gott. Im Namen von Gott, dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und der Kraft vom Heiligen Geist segne dich. Dass du jeden Tag neu darfst erleben, dass Gott, der Vater, dich liebt. Dass er Ja sagt zu dir, so wie du bist. Christus hat sich hergegeben für dich. Er liebt dich und er ist mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir auf dem Weg und er schenkt dir Frieden, Freude und Zuversicht. Amen. Wir nehmen Platz und hören noch ein Stück. Ich muss jetzt gleich etwas dazu sagen, das ist etwas ganz, ganz anderes. Ich habe euch ja geschrieben, das war bis jetzt Schubert gewesen. Und jetzt kommt noch aus einer Händel-Oper eine Arie und die Oper heisst Alcina. Oh,